Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von BTS 2 News. Ja, es gibt wieder neue News über das kommende Italien, DLC-Erweiterung, Map-Erweiterung. Ja, wir können in dem Post, der natürlich auch wie gesagt, wie immer unten verlinkt ist, rausfinden, dass SES in der neuen Industrie, was das Italien-DLC anbelangt, auf jeden Fall viele neue Gebäude eingefügt haben. Halt am Anfang haben sie nur kurzen Text geschrieben, dass die Industrie halt das Wichtigste ist, was die ganze Wirtschaft eines Landes und so angeht. Und es gibt im Hintergrund natürlich wieder die neuen Bilder, da kann man auch wieder neue Firmen erkennen. Und was man auch erkennen kann, ist, dass sie ganz große neue Industrieflächen oder Industrieareale gebaut haben, vor allem auch über Marmor. Sie haben geschrieben, dass gerade Marmor in eine der größten Industrieflächen im Italien-DLC wird und dass es auch sehr viele neue Kiesstraßen geben wird. Und dazu kommt auch noch andere neue Industriegebäude direkt in Italien. Zum Beispiel auch große Stahlwerke. Die größten in Europa sind nämlich in Italien, haben sie geschrieben. Und die werden auch so realitätsgetreu wie möglich mit eingebaut. Dann haben sie am Ende noch geschrieben, dass sie sich sicher sind, dass wir die neue Map sehr mögen werden und dass vor allen Dingen viele neue, wie gesagt, Kiesstraßen vorhanden sein werden, um unsere Fahrskills auszutesten, haben sie noch geschrieben. Ja, das war so das Grobe, was sie geschrieben haben. Man kann hier vor allen Dingen auf den Bildern erkennen, nicht nur so kleine Steinbrüche wie in anderen Map-Erweiterungen vorhanden sind, sondern wirklich große, komplexe, neue Industrieflechten. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch die neue News-Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns bei den nächsten News, vielleicht wieder von Italien, für den ETS 2 oder auch ATS wieder.